Herr Richter, was ist heute passiert? Also wir wussten, dass die Hürde über die Zulässigkeit der Klage darüber hinüberzukommen sehr, sehr hoch ist. Das ist auch richtig so. Es kann nicht sein, dass ein Gemeinderat gegen einen Beschluss klagt, dem er nicht passt. Sondern diese Hürde ist gut. Allerdings war mein Ansinnen ja, dass die Vorlage zu diesem Beschluss falsch sind. Und diese Hürde müssen wir jetzt nehmen. Anfänglich hatte ich das Gefühl, dass wir diese Hürde auf gar keinen Fall nehmen können. Aber im Laufe der Verhandlungen hatte ich dann doch das Gefühl, dass der Vorsitzende möglicherweise doch darüber nachdenkt. Dass er dann anschließend mit dem Argument kommt, die Aufgabenerfüllung der Gemeinde steht über allem, also auch, dass man auf 100.000 Euro Pacht verzichtet, hat mich sehr, sehr überrascht. Ich denke aber auch dazu, im Verlauf der mündlichen Verhandlungen heute hat sich jetzt gezeigt, dass die Argumentation von mir, es geht mir gar nicht um eine verlängerte Räumungsfrist, das auf keinen Fall, sondern es geht mir darum, dass er innerhalb dieser Frist nicht geräumt hat und anschließend sogar noch anliefern hat lassen und weiter produziert hat, dass das eigentlich mein Ansinnen ist. Und mit welchem Gefühl gehen Sie heute nach Hause? Mit sehr gemischten Gefühlen, muss ich wirklich sagen. Allerdings denke ich, dass der Herr Vorsitzende und auch seine beiden Berufsrichterinnen so viel mitgeschrieben haben, dass die doch noch über ihr vorgefertigtes, über ihren vorgefertigten Schriftsatz noch mal intensiv drüber übergehen müssen oder werden. Vielen Dank, Herr Richter.